Ja, meine lieben Freunde, da sind wir wieder hier am Spot der Dachse und der Wölfe. Und Links ist gerade ein Dachs gespawnt. leider ist unser schöner Mana-Regenerationsbuff ausgelaufen. Das war wunderschön mit dem, also. Ich finde, Der hier Wolf direkt. sollten überall so High-Level-Mentas rumlaufen, die überall die Buffs verteilen. Ja, finde Da ich auch sollten wir uns gut. auch ein bisschen hier positionieren, dann haben wir die nicht alle zwischen uns, wenn die wieder spawnen, ne? Sondern so Ich mehr. warte auf Killmore. Wenn Killmore da ist, ziehe ich den. Ich schicke ihn direkt zu Killmore. Ja, Mana geht ja. Ist euch aufgefallen, dass wir nur noch einen einzigen bräuchten für eine Gilde? An dieser Stelle fällt mir ein, vorhin hat sich der Celesti bei mir gemeldet. Das ist der freundliche Mensch, der das Banner für meinen YouTube-Channel gemacht hat. Aha. Da möchte ich mich dann nochmal für bedanken. Wollt ihr nicht den Tank erstmal wieder die. Keine Sorge, Papa ist gleich da. Creepy. Wuhu! Und tot. Ich bin das Tier, das Tier ist Das tot. Tier. Es ist das Tier in mir. Oh nein, ich Tier kann morgen vor nicht mir. klettern gehen. Also Bandwürmer, ne? Wisst ihr Bescheid. Danke. Wo Das sind brauche ich jetzt. Blackthorns und Lunas? Vielleicht weiterlaufen. Ja, können wir auch machen. Die Die sind kommen halt, aber. Am Bild. die buffen halt, die kommen zu dritt dann. Ja, die sind auch etwas niedriger im Level, ne? Ja, die sind blau für mich, also Ja, das orange oder so. lohnt sich da nicht so wirklich. Gibt man da Lockdown dran? Log 27, 32. Also knapp über Mardak. Ja. Hinter dem kleinen Wäldchen, was da oben steht. Ich pull mal hier was von den Viechern da. Die blauen? Ja. Einmal. Kill or not to kill. Da kommen, oh, kommen 7 Stück. Ich versuche mal zu looten. Kommen sehr viele. Aber die Dreiergruppe da hinten greift dich auch noch an, ne? Ja, rute mal Doch, die richtig greift ab. auch noch an. Okay. Na dann alle auf einen. Ja, zieht die mal alles schön zusammen. Komm, wir stellen uns mal alle hier bei Killmore hin. Okay. Bomben Sie los, meine Damen und Herren. Ja, Bomben ich Sie hab von los. irgendwem Aggro. Alle unsere Bomben haben Aggro. Das ist jetzt suboptimal. Gut, das kann man einmal sehen. Ui, es geht doch. Gratz-Talaria. War das jetzt gerade ernsthaft ein 5er-Kill? Ja, sah so aus. Das Double nächste Mal habe ich Kill, aber Ultra schnell Kill. Zauber Ich bin komplett benutzt. OM. Ja, dann setzen wir uns mal. Also dafür, dass die so wenig XP geben, ist das Risiko doch erstaunlich hoch. Machen wir lieber wieder Dachse. Ja. Entschuldigung, ich dachte, ich Vorhin komme Level irgendwie up und 3 habe oder jetzt so. schon wieder 5 Bubbles voll. Talarian, wie viel Konzentration hast du noch übrig für Halef? Meh. Kannst du noch buffen? Ich bin auf 0, Meh, sonst muss ich ja. irgendwas ändern. Also ich kann dir Base Deutschland, gib geben. mal Base. Also ich kann mein Pet debuffen, aber wenn Wir brauchen Tala kein noch Pet. was hat. Hehehe, kann immer noch Fans machen. Die Da hinten ist Druidpads ein sind Thatcher, allerdings sollen wir uns ziemlich den Thatcher nützlich krallen? gerade. Welch habe ich? Ja, hab ich auch gesehen.
Also das ist eine Frechheit. Der klaut mir sogar die Mana, aber das Pet gibt er mir nicht. Ja, das haben wir doch jetzt schon 25 Mal gesehen. Ja, ich wollte jetzt noch einen 7. Ich kann dir gar keine Ahnung mehr geben, du hast schon alle. Hast du Speck Deck? Hab ich nicht. Speck. Ohne Scheiße jetzt. Nö, will nicht. Alles gut. Schauen wir auch so. Ist erledigt. Nächstes Vieh. Level 10, nicht schlecht, ne? Ich hab auch bald Level up. Juhu! Ach ja. Die Z-Geier. Das ist ja hier grammatikalisch total verkehrt, ne? Das müsste ja dieses Grab heißen, nicht dieses Grab. Also nee, also das geht gar nicht. Ich sammle mal Badger ein und bring die mit. Ja, mach das. Ja, bring mir auch mal einen Badger mit. Doppelkäse. Ohne Anchovy. Oh geil, jetzt ein Döner. Geil, kommst mit? Also theoretisch bring ich welche mit, irgendwie ist mein Pet weg. Ja, das passiert heute manchmal. Steht da hinten bei Geier. Ja, ist halt ein bisschen. Ja, sammle ich persönlich ein. Aber nicht zu viel. Was will der denn von uns? Kilmo, nimm mir mal den gelben oder den roten oder so, man das sagt hier. Kilmo hat schon einen. Ja, aber den kleinen, also den großen einen. Kling-dling. Ja, ne? Ja. Ein Selbstbuff. Ja. Ich heile mal das arme Hündchen. Ich nehme mal so viel ab. Eine Bubble. Die Aufregung steigt, Kinder. Die Aufregung steigt. Bei 10 gab es überhaupt nichts Neues für mich. Dabei ist 10 doch so ein bedeutsames Alter. Hier ist ein größerer Badger. Deutsch ran, bei dir. Was? Was? Badger? Ja, Badger. Badger. Ach, der ist ja so, so klein. Ein Baby-Dachs. Es ist Daxi. Der kleine Daxi. Ui, wer hat denn da Level up? Ach, das bin ja ich. Verdient oder nicht? Mal, ob du was immer Feines verdient. Ja, habe ich irgendwas Feines bekommen? Nein. Das ist sehr unfein. Oh, ich habe die wichtigste Fähigkeit überhaupt bekommen. Ihr dürft jetzt alle sterben. Mana, Mana. okay. Richtig, ich kann jetzt wiederbeleben. Springen was. Was Spannendes und was zum Spielen und Schokolade. Was? Das sind ja gleich 3 Wünsche auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Galia, du hast ja aber auch einen Akku geholt, meine Herren. Irgendwie werde ich doch nicht los. Du solltest dann mal aufhören zu bomben. Und?
lassen. Mache ich ja immer so gerne. Wenn er schon fast tot ist, dann hole ich immer mit meinem Stab aus und ziehe ihn. Gib ihm so den letzten Rest und stirb, du kleiner Wicht. Nimm das und das und. Nee, nimm das und dann bin ich fertig. Hast du oder nimm dies? Oder nimm jenes? Nein, das. Einfach nur das. Ganz viele Badger dahin. Okay, wir müssen ein bisschen mehr Wumms hier mit Aleph. Wir können auch zu den Maidens gehen. Ich hab keinen Mana. Da, oh, Krankheit. Unsere Bomben sind gerade ziemlich trocken. Gut, die eine auf jeden Fall. Ja, die sind erst nur gelb und blau. Macht mein Wolf alleine. Ja, ihr habt das gut unter Kontrolle. Da kann ich mich ruhig hinsetzen. Sie. Da habe ich mehr Mana als Leben. Da, irgendwas läuft falsch. Das können wir kurieren. Ja, ich bringe was gegen das zu viel Leben hier. Stehen Dachse eigentlich unter Naturschutz? Jetzt nicht mehr. Ist denn überhaupt Dachssaison? Es ist das immer Dachssaison. Das sind jedenfalls ganz besondere Tiere. Ich glaube, es sind jetzt so stark. Sie selten. Fuchs hat jeder von uns schon gesehen. Live draußen in der Natur. Das stimmt, aber ja. Dachs habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ich auch nicht. Sind auch groß. Vielleicht gibt es überhaupt gar keine Dachse. Ich habe mal einen Bericht darüber gesehen. Die sind wirklich angriffslustig, machen ordentlich Ärger. Verjagst du mal nicht einfach so? Waschbären habe ich schon oft gesehen. Aber Dachse noch nie. Echt, du hast Waschbären gesehen? Auch wieder einen Film hab ich auch noch nie gesehen. Ich bestimmt schon 4-5 Stück. Echt? Ja, die werden hier eine echte Landplage zurzeit. Da ist ein Badger. Ich meine, ich habe auch noch nie ein Wildschwein in freier Natur gesehen und die werden auch eine Landplage. Sollen wir weiterlaufen nach McMello hoch? An die Küste, da ist ein größeres Getier. Da, oh, Krankheit. Der war für dich abgefangen. Hast du gehört, ja? Klong. Also wenn wir mehr Zeit hätten, hätte ich gesagt, wir könnten in den Dungeon gehen. Also man könnte ja bis vor den Dungeon laufen und gucken, ob wir da irgendwie... Zumindest mal die Nase dann reinstecken, so zum Abschluss. Ich bin ziemlich sicher, dass die Mumien uns von allen Seiten platt machen, wenn wir in den Dungeon laufen. Wir werden sie von allen Seiten platt machen. Gut, dann machen wir in Tirnanbeo hinterher wieder auf, ist auch nicht schlimm. Stimmt, vor dem Dungeon waren irgendwie jede Menge Spragans. Ja, die Sprites sind... Können wir noch einen töten, bitte? Nee, immer diese Mordlust hier. Kinder, was seid ihr für ein Haufen? Töten. Das ist doch keine Mörder. Ich hab einen Badger gefunden. Töten. Dax, ich heil dich. Moment. Warum bist du kein Member meines Realms? Dann könnte ich dich heilen.
gehabt? GZ. Jawohl. Mexikin, habt ihr da im Shit gelesen? Also nicht Mexikaner wäre und ich würde mir einen Luri machen, den würde ich auch Mexikin nennen, auf jeden Fall. Ich kannte einen, der hieß Geschekin. Geschekin? War ein, ich glaube ein NS oder ein... Nee, es war ein Ranger. Alle, fahr rein! Badenbombe. Oh, ich habe hier schon wieder das Inventar halb voll mit irgendwelchen Badger-Bausätzen. Ich auch. So, jetzt laufen wir nach MacMel, da also, binden wir uns erstmal. Genau, okay. Und ich muss dringend verkaufen, ich habe nämlich... Okay, verkaufen können wir dann auch. Voll. Haut irgendjemand mit einer Sense zu? Keiner von uns. Wir haben keine Whalewalker dabei. Schnitter. Wir haben eine im Schuppen stehen, aber mit der muss man noch umgehen können. Kannst du die mal auf dem letzten Slot verwahren? Wir dann irgendwann seid ihr nicht mehr gestickt? So übergeben. Keine Ahnung. Da rechts sind Badger. Hallo Badger, tschüss Badger. So. Das sind junge Badger. Die sind geschützt. Aber wirklich, die sind voll niedlich. Ich hatte mal so kleine Dachsbabys gesehen, so. Nee, ich hab nicht mal einen richtigen Schnäuzelchen. An Schwarz-Weiß-Fernseher, hab nicht viel gesehen. Nee. Surprise! Oh, Gildenmember. Jetzt mal ohne Witz. Sollte sich das so entwickeln, dass wir mal voll sind und eine machen wollen? Wie soll sie heißen? Oh mein Gott. Genau. Schreibt eure Vorschläge in die Kommentare. Ich bin ja für Luri Sutra. Also ich bin sicher, YouTube-Kommentare können das toppen. Ey, warte, stopp. Was? Guck mal, dein Name. Ach, Glasny. Ja. Wer ist Glasny? Glasny Inc. Glasny macht die Portalzeremonie, womit man ins RVR-Gebiet geportet wird. Okay. Ist ein NPC. Ah. Aber dies ist kein NPC. Verdammt. Oh, so ein Schlüpper-Gucker, ne? Wer ist rausgeflogen? Bestimmt die Geier. Kann einer von euch eben nachgucken? Ja, doch, Geier ist rausgeflogen. Ja. Ah, okay. Tatsache. Unser Main Damage. Ist ja nicht mehr stickt. Nein! Wir lassen jetzt ihn in die Anderwelt mitgenommen. Hinabgezogen. Mhm. User entered your channel. Libby. Hallo. Dann kannst du zumindest wieder Podcasten. War schon mal Schritt 1. Ich bin's rausgeflogen. Das Pad hat Release gedrückt bei dir. Hab auch. Ich höre immer so merkwürdige Geräusche. Er sagt mir, ich wäre jetzt noch eingeloggt. Das ist doch Quatsch. Ja, du stehst hier auch. Ja, du bist auch noch da. Du hast auch noch keine Idee. Also wenn du nicht eingeloggt bist, wer läuft denn da gerade mit uns rum? Ja, das ist eine gute Frage. Ist dein Pet, ne? Es übernimmt langsam die Kontrolle. Ja, natürlich. Immer wenn ich dich buffen will, da verschwindest du wieder. Das interessant. Zeichen, dass wir für heute Schluss machen wird. Wer kratzt denn da mit dem Mikro die ganze Zeit in seinem Bart rum? What? Ja, ich höre die ganze Zeit so... Guten Morgen rasieren. So...
Hast du das gerade gehört? Ich hab's nicht gehört. Ich weiß nicht, wovon du redest. Er sagt mir immer noch, ich wäre eingeloggt. Ja, du stehst auch immer 3 Sekunden hier und bist dann wieder weg. Warte mal eben 1-2 Minuten, bevor du dich wieder einloggst, weil sonst klappt das vielleicht nicht. Okay, dann gehe ich ganz kurz auf FK. Ja. Ich will mal den Client abschließen. Willst du? Guck mal, das die ganze Zeit. Loggt sich ein, loggt sich aus. Loggt sich ein, loggt sich aus. Nee, meins ist besser, danke, aber. Ach, ruhig, ja. Dann egal, jetzt hab vielleicht ich. Kilmer. Mir wurscht. Also, Gallia ist schon ein bisschen verbuggt heute. Wir können ja unterdessen mal was ranholen, wa? Ja, oder binden gehen. Ja. Ja. Und verkaufen. Und verkaufen und sowas alles. Mal. Ja. Ach, ihr findet den Wich alleine. McMill ist ja direkt da vorne. Ah, gut, okay. Danke, da muss ich aber noch ein paar Level warten, bis ich das. Na, es geht schnell, 1-2 Level. Sind so 1-2 Monate, das ist schon okay. Hoffentlich gibt's hier überhaupt Händler. Ja, klar. In McMill. Das alte McMill. Ja, trotzdem. Sorry, soll ich nochmal versuchen? Jetzt Ganze, du bist nicht mehr im Spiel. So, wir binden schon mal hier. In McMill? In McMill. Kann jemand das in einem Celtic-Sphere anfangen, Spieren? Grundsätzlich der Vieren, aber keiner von unseren Vieren ist auf Speer geskillt, würde ich doch hoffen. Ich bin Large Weapon. Piercing hat auch keiner. Okay. Ich habe auch eine Large Weapon, aber das ist auch nur blau. Ich habe auch eine Large Weapon in meiner Hose. Oh. Der wir reden nicht von. Brillant, mein Freund. Boost. Und eine Sense hätte ich auch noch im Angebot, aber das ist natürlich ein bisschen. Wir reden hier nicht von Taylor-Werkzeug, ja? Wo ist hier unser Large Weapon Harlefter? Also? Ich hab schon, ne? Du hast keine? Hab ich hier. Nee, danke. Okay. So, wo bin ich denn hier? Auf dem Weg nach McMill wahrscheinlich. Lauf mal Richtung Norden. Wie hört man eigentlich dieses Training-Zeug los? Zerstören. Aber nicht einfach zerlegen, geht nicht? Nee, zerlegen kannst du das nicht. Du kannst und fallen lassen kann ich es nicht und verkaufen kann ich es nicht. Nee, nur zerstören, so Shift D. Ah, Shift D. Ah, dankeschön. Praktisch. Baby Destroy. Hat jemand irgendwelche Lederrüstung oder ein kleines Schild? Nee. Ich ergraue langsam mehr. Ja, ich habe komplett graue Sachen an, also das. Müsste man mal dran arbeiten. Ja, ich habe auch nur ganz. Oh, dasselbe Problem schon wieder, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Ja, doch, wir hören nicht. Wir hören nicht. Aber komm, bis McMill schaffst du es gleich gehabt, noch. Jetzt kein Standbild mehr. Wahrscheinlich doch ein, was ich befürchtet habe. Ja, das ist doch ein schönes Internet. Da fühlst du dich gleich wie zu Hause. Ich glaube, ich fühle mich noch schlimmer als zu Hause. So, binden. Super. Kaufen. Alle, die fertig sind, stellt euch mal nach hier auf die Straße an den Turm. Ein bisschen Geld haben wir wahrscheinlich noch, aber. Wohin willst du denn jetzt? Ich würde gerne bis zum Dungeon gehen und dann vielleicht zumindest einmal reingucken. Aber dann sollten wir eh nochmal woanders beenden. Nee, das ist. Wieso?
Nordausgang von TTN oder so, von hier läuft der ewig dahin. Ja, wir können auch in AD binden. Ja. Ah, so weit ist das auch wieder nicht. Haben doch Baden. Das sein, die ist diese Dragon-Dinger da, Nest-Ding. So, Kilmore fehlt noch und ich glaube, sonst sind alle da. Geil, ja. Steht da noch beim Verkauf. So, erledigt. Stimmt, wenn Brause da wäre, dann wären wir richtig voll, ne? Ja, wenn Brause da wäre, dann wären wir jetzt tatsächlich einfach voll. Full group, my friends, full group. Also es gibt eine realistische Chance, dass es sich lohnt, einen Namen für eine Gilde auszusuchen. Ja, wie wär's mit Hibby Mania? Wie wär's mit Deutran und die lustigen Troubadouren? Nicht? Und okay. Schon wieder bin ich ganz alleine. Ja, im Moment ist es ziemlich krass mit meinem. Ja, Kilmore, stick mal lieber an mir als an Galia, weil das ist im Moment nicht so gut. Ansonsten kann ich auch einfach Speed ausmachen, vielleicht hilft das ein bisschen. Aber jetzt scheint es ja gerade zu gehen. Wie wär's mit Shannon Estuary Association? Das ist ein guter Name. Hey, komm, den behalten wir einfach. Was ist denn der Vorteil von der Gilde? Embleme? Oh. Sieht cooler aus! Oh, was für, ey. Du, warte mal, du warst doch Noob, oder? Jetzt wird mir so einiges klar. Naja, mit 8 Leuten eine Gilde aufmachen? Ja. Episch. Wir waren 5. Früher. Ach, da ist der Stein. Ich habe ihn schon gesucht. So, dann alle nochmal binden. Hui! Hui! Ja, aber ganz ehrlich, was bringt, was hat eine Gilde für Vorteile, Dog? Außer einem Tag. Zusammengehörigkeit. Kannst deinen Umhang schmücken. Lagerraum, Schild. Weil du ein Haus haben kannst. Alle gebunden? Genau. Wir müssen alles ähnlich leisten. Ja. Gildenhalle. Duell. Sollten wir uns das nicht leisten können? Ein Haus? Ja, wir bleiben doch nicht für immer Noobs. Also bei. Wir werden lange spielen. Haben wir in 2 Jahren vielleicht Geld für ein Haus oder 4? Wir werden lange spielen, aber wir werden immer Noobs sein. Wir sind die geheime Reserve, also komm. Da wird bestimmt das wäre doch mein Gildenname. Was, die geheime Reserve? Geheime Reserve? Ja. Also Leute, ich erwarte von euch in den Kommentaren ordentlich Zuspruch für Deutran und die lustigen Troubadouren. Da fände ich ja eher The Fellowship of the Fußpilz besser. Nee, Fellowship ist okay, aber nix Fußpilz. Das muss schon seriös und schön sein. Alternativ können wir doch einfach alle in Baden machen und dann wirklich Deutran und die lustigen Troubadouren nennen. Genau, und dann gehen wir ins RVR und trollen da die Leute. Ja. 8-mal SOS. Hier gibt's kein SOS. Ach stimmt, hier gibt's kein SOS, ne? Aber irgendwas anderes Cooles gibt's bestimmt hier. Du hast ja nicht mal auf dem Live-Server SOS, also hör auf mit deinem SOS. Ja, aber auf dem Live-Server habe ich Heilfeld. Ja. Hat uns jetzt schon 1-2 Mal gerettet. Oh. Mit ein, bring Glück herein. Übrigens, neu buffen, ne? Ja, wollte gerade sagen, ist der Spaß an Dungeons, das können wir neu buffen. Als ob wir so lange leben würden, dass sich das lohnen täte. Betsy, hast du Spec Dex? Ja. Bitte. Es war nur nichts mehr übrig. Geht ihr hier? Ich warte nicht. Geh ich. Aber nicht über Gräber laufen, ne? Was tut man nicht? Musste ich lernen. Nee, Base. Behalte mal Base für deine Konten. Deutschland machst du Base bei mir? Ich mach Base bei allen. Ich bin nur noch nicht bis zu dir vorgedrungen. Mein Underhill-Friend ist wieder da. Oh, den neuen Verräter will ich direkt wieder nach Hause schicken. Nee, das ist jetzt ein Loot.
Boah, hier geht's ja ganz schön ab mit den allen wieder. Hier geht's ab, meine Freunde. Lobby-Man. Wo hab ich denn das Tom her? Hellman. Ballers. Was hast du? Yo, hä? Einfach mal ist klar. Hat uns irgendwer in, wahrscheinlich in MacMail wurden wir gebufft. Ja. Boah, ist das laut gewesen gerade. Sorry, wenn ihr jetzt nichts verstanden habt, aber das war echt sehr laut. Also wir bleiben erstmal alle hier oben stehen. Bis auf ich. Ich mache einmal einen Blick um die Ecke, damit die Leute das hier mal gesehen haben. Und, upsala. Und dann schicken wir gleich einen Tank vor und der darf mal irgendwas mitbringen und wir bekämpfen das dann hier. Ich sehe das als meine Aufgabe an. Ja, mach ja. Das ruhig mal. Alter, sind das hier viele Gräber. Der Rest soll bitte hier oben bleiben. Ja, ist ziemlich voll hier. Gibt überhaupt keine Feinde, wa? Ist hier oben, wo Billy steht, oder ist hier oben, wo Deutran steht? Ja, oben ist da, wo oben ist. Wo oben ist. Hinter der Mumie, die wirklich jemand anders sind. Okay. Hab da zwei Sachen. Ja, hier ist schon eine Mumie angekommen, die fällt uns gleich in den Rücken. Achtung, Mumie in den Rücken. Mumie vorne, Mumie hinten. Aber wir sind mit Dachsen fertig geworden. Dagegen ist das ja wohl nichts. Kann ich ja bitte die Tanks ruhig erstmal Aggro aufbauen lassen. Endo. Ja, ich komm gerade nicht vom Heilen weg. Ja, geht schon nicht rein. Ich glaube, ich muss mal eben in die Optionen den Sound nochmal runterdrehen, weil es ist echt zu laut hier drin. Soundeffekt-Volumen auf 2. Ja, haben aber viel gedroppt. Tala, kannst du noch die Strength Constitution Spec Buffs machen? Jo. Außer die Tanks. Hey, ist der nicht gerade schon mal hier rausgerannt oder war das ein anderer? Hier sind eindeutig zu viele Leute drin. Ja, das ist ziemlich voll und man kann. Ich brauche mal irgendwie einen Screenshot von den ganzen Gräbern. Und ja, das ist das Interessante hier, ne? Da ich renne. Habe 3. Hast 3. 4. 4. 2 rot. Sehr schön. Da wird uns auch nicht langweilig. Da hast du aber wirklich viel mitgebracht. Vorsichtig, Bomben. Vorsichtig, nicht... Okay, das... wir sollten vielleicht rausrennen. Bitte die Bomben zuerst rausrennen. Ich habe sehr wenig Mana übrig. Das waren deutlich zu viele. So, ich bin raus. Ich hoffe, ihr seid alle lebend raus. Ich bin auch raus. Bei mir dauert es sehr, sehr lange. So kann ich noch nicht sagen. Ob ja, alle heil raus. Okay. So, wir wollten ja eh nur mal kurz die Nase reinstecken. Das haben wir jetzt getan. Es ist wirklich spannend da. Man muss genau aufpassen, was man macht. Sonst, hier hat man noch die Chance rauszurennen. Etwas weiter unten ist das dann nicht mehr der Fall. Und wenn man dann losrennt, kriegt man noch mehr Ads. Und daher die ganzen Grabsteine. Aber nicht unsere wollen wir mal festhalten, weil wir auf den Meister gehört und sofort geflüchtet sind. Wir sind die Unbesiegbaren, weil wir höchst diszipliniert. Richtig, nein. Richtig. Deswegen sind Eisen, wir auch Namen, stille Reserve. Hm? Nein, ich feige, lass mich hinterm Baum. Genau. Man muss wissen, wann man sich taktisch zurückzieht. Ja, wir ziehen uns ja nicht zurück, wir weichen aus. Mhm. Koordinierter Rückzug. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.